Hallihallo meine Lieben, ich grüße euch und willkommen zu einem neuen Fashion-Häusel. Langsam schafft es ja wirklich den Rückstand aufzuholen. Nach diesem Video sollte endlich alles wieder so ein bisschen mehr im Fluss sein und dann kriegt ihr auch nicht mehr so riesige Hauls, denn diesmal fasse ich schon wieder 3 Monate zusammen. Und zwar den April, den Mai und den Juni. Und da habe ich wieder ordentlich geshoppt. Ich glaube allerdings, dass diesmal das erste Mal, dass Zalando nicht mit dabei ist. Aber viele andere Sachen dafür. Wir haben mit dabei Bershka, wir haben mit dabei Kick. Wir haben mit dabei, was haben wir denn noch alles? Amazon natürlich, ganz groß. Kolosseum, genau. Und noch ein paar andere Sachen. Und ich würde sagen, weil das wieder so ein Riesending wird, fangen wir direkt an. Und zwar fangen wir mit einem Teil an, was ich bei Asos bestellt habe. Das war auch wirklich das allererste Mal, dass ich bei Asos bestellt habe. Ich weiß auch nicht, ob das wieder vorkommen wird. Ich sollte mich da definitiv nicht umschauen. Allerdings war es so gewesen, dass ich bei jemandem auf Instagram, also einer, der ich folge, ein Kleid gesehen habe, wo ich... wow, mich sofort verliebt habe, gesagt habe, ich muss es auch haben. Und ich habe es zum Glück auch noch bekommen. Und es ist ein wunderschönes Kleid von der Firma Stradivarius, heißt die, glaube ich. Und zwar ist es ein Kleid mit einem schönen Kirschprint. Es ist vorne im Brustbereich mit einer Raffung, dass es auch so richtig schön auf Taille sitzt. Und hier oben an der Brust wird es halt eben geknotet und darunter ist wieder so ein kleiner Cutout. Leute, die regelmäßig meine Hauls gucken, wissen ja, dass ich da echt ein Faible für habe. Und hier unten fällt es halt eben ganz locker, leicht und luftig. Das Einzige, was ist, man sollte das ein bisschen bügeln. Ich habe ja von meiner Freundin zum Geburtstag so einen Dampfglätter bekommen. Die sieht man ja momentan auch überall und die Dinger sind echt super. Also ich bin einfach nur schnell rübergegangen und schon ist das dann auch wirklich tragbar und sieht nicht so knitterig aus. War auch wirklich günstig gewesen, das Kleid. In der Größe S habe ich das bestellt und hat gekostet 19,99 Euro. Und das gibt es, soweit ich gesehen habe, auch noch. Und wie immer packe ich euch alle Links von den Sachen, die es noch gibt, unten in die Infobox rein. Also wenn euch irgendwas gefällt, schlagt zu. Ja, das war das einzige Teil von Asos. Und jetzt geht es weiter auch mit Sachen, die ich bei jemandem geshoppt habe, der ich auf Instagram folge. Und zwar heißt die Miss Heartmade. Und da habe ich bei einer anderen, oh Gott, die Instagram-Welt, sie verleitet einen zum Shoppen. Ich habe bei Fit Pinky, das ist auch einer, der ich gefolgt bin, eine Jeans gesehen, eine High-Waist-Jeans, die ich unbedingt haben wollte und habe dann gesehen, dass sie von einer anderen ist von Instagram. Dann bin ich dir auch gefolgt, die heißt Miss Heartmade und die hat einen eigenen Shop. Und dort habe ich mir 2 Sachen bestellt. Zum einen halt wirklich diese Jeans, die auch bei ihr wirklich immer sehr begehrt ist. Aktuell gibt es die, glaube ich, auch in Größe 38 und 40. In der 36 ist sie meistens aus, aktuell auch. Ich habe auch damals wirklich Glück gehabt, wo sie so einen Restock hatte, dass ich direkt zugeschlagen habe und die letzte Jeans noch ergattern konnte. Und zwar ist das diese Hose hier. Es ist halt eine Paperback-Jeans. Was man ja nicht so oft sieht, hat hier 2 Knöpfe, also wirklich einen sehr hohen Bund. Macht dadurch wieder eine mega schlanke Taille, wird mit so einem Gürtel geschlossen. Und ja, von der Länge her ist es natürlich immer eine Frage, wie groß ihr seid. Bei ihr zum Beispiel ist sie wirklich, naja, schon bis Knöchel lang. Bei mir ist es ja schon so eher Mitte Wade. Und ist meine Katze dabei, um hier zu spielen. Das ist natürlich nicht, eher ungünstig. Marie, können wir das auch später verschieben, bitte? Dankeschön. Dass sie auch noch hört, finde ich jetzt gerade mal richtig gut. Und genau, diese Jeans hat gekostet 39 Euro und wie gesagt, ist in der Größe 36. Ich packe euch den Link zu ihrem Shop auch unten rein. Und dann habe ich noch einen Jumpsuit gekauft, den ich auch super schön fand. Und ich liebe ja Jumpsuits, ich kann von Jumpsuits nicht genug bekommen. Momentan mag ich halt eben auch gerne diese ja, Dreiviertellänge ganz gerne. So ein bisschen in diesem Culotte-Stil und so ist auch dieser Jumpsuit. Und er ist halt richtig schön stretchy auch, ne? Das ist auch das Schöne. Das heißt auch, wenn man ein paar mal Essen geht mit Freunden, ein bisschen zu viel gefuttert hat, da passt auch ein bisschen Wanst noch rein, was ich auch mal ganz schön finde. Wird auch wieder mit einem Gürtel vorne geschlossen. Hat halt diese Streifenoptik, hier diese Holzknöpfe. Ist halt wirklich süß gemacht, das Teil. Hat gekostet 28 Euro in der Größe S und den gibt es auch noch bei ihrem Shop. Werde ich euch auch den Link unten reinpacken. So, und das war es jetzt, glaube ich, mit allem, was ich von Instagram geshoppt habe. Und weiter geht es jetzt mit Sachen, die ich bei Kolosseum geshoppt habe. Und zwar als erstes mit diesem wunderschönen Blütenkleid. Das ist auch hier oben wieder gerafft. Ist schulterfrei, allerdings kann man es auch hochziehen. Dann ist es so wie so ein T-Shirt geschnitten. Es geht wirklich beides mit diesem Kleid. Hier vorne auch mit so einer kleinen Zierschleife. Ich habe allerdings herausgefunden, wenn man hier die Raffung noch reinmacht, das habe ich mir mit einer Sicherheitsnadel gemacht, sieht es noch besser aus. Das werde ich mir definitiv auch noch so umnähen. Ist auch wieder so ein Stoff, den man auf jeden Fall mit einem Dampfglätter bearbeiten sollte. Das Kleid hat gekostet 12,99 Euro, ist in der Größe S. Das gab es auch noch in anderen Farben. Also wenn ihr Kolosseum bei euch in der Nähe habt, soweit ich weiß, gibt es die Sachen auch alle noch. Oder zumindest der Großteil davon. Ich habe es nur leider ein bisschen verfärbt. Sieht man jetzt gerade nicht so. Denn eigentlich soll das ja hier komplett weiß sein. Und da ist ein bisschen rosa mit drin. Da erzähle ich gleich auch noch eine Geschichte zu. Ich habe es, glaube ich, seit über 15 Jahren mal wieder geschafft, mir eine Wäsche rosa zu verfärben.
Und da ist auch einiges Lustiges bei rausgekommen und die Teile sind auch heute mit dabei. Also lasst euch mal überraschen, was da noch kommt. Auf jeden Fall war das nicht das einzige Kleid bei Colosseum. Ist noch ein anderes Blütenkleid mitgekommen. Ich liebe das ja, ne? Es hat halt so was Romantisches und ach, schön verspieltes, mädchenhaftes. Und diesmal ist es aber ein langes Kleid. Und es ist ein richtig, richtig schöner, weicher, fließender Stoff. Also wirklich angenehm zu tragen. Und auch von der Länge her wirklich genau richtig. Wenn man lange Beine hat, ist es super. Ich habe ja da immer sonst eher Probleme, was Schönes zu finden. Und es ist hier eigentlich genau dasselbe System. Ne? Wir haben auch wieder viel Stretch. Die Raffung halt eben und schulterfrei. Und das Kleid hat gekostet 17,99 Euro. Ebenfalls in der Größe S. Und ansonsten ist noch ein Top mitgekommen. Weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr genau, wie viel ich bezahlt habe. Das Preisschild habe ich ihm schon abgeschnitten. Ich glaube, das hat irgendwie 7 Euro gekostet. Das gibt es aktuell sogar im Sale. Ich habe mir das jetzt, das werdet ihr dann im nächsten Haul sehen, nämlich nochmal in Weiß gekauft. Und es ist einfach ein ganz einfaches Top. Auch wieder so Stretch und mit Raffung kann man entweder schön mit einer Jeans anziehen oder so wie ich das hier kombiniert habe. Auch wieder mit so einer Paperback Shorts diesmal. Also das Paperback hat sich ja beim letzten Mal schon ordentlich durchgezogen. Diesmal wieder. Und die sitzt halt wirklich richtig schön. Die ist richtig schön hochgeschnitten mit so einem Gürtel, Reißverschluss an der Seite. Ist aber wirklich ordentlich knackig eng. In der Größe S habe ich die gekauft. Weiß ich leider auch nicht mehr den Preis. Ne? Also wenn ihr die noch findet, viel wird sie nicht gekostet. Dann, ich glaube maximal 15 Euro. Also Colosseum kostet ja zum Glück auch nicht die Welt. Und jetzt geht es weiter mit Bershka. Und da kommen wir dann auch zu den Sachen, wo ich ein bisschen was versaut habe, aber es ist was Lustiges bei rausgekommen. Bei Bershka werde ich das übrigens so handhaben, dass ich mal bei denen im Onlineshop gucke, ob ich gewisse Teile noch finde dort und dann werde ich euch das da verlinken. Ich habe das allerdings direkt im Laden vor Ort gekauft. Ich habe aber gesehen, es gibt viele Sachen aktuell immer noch, denn ich war letztens wieder bei Bershka, habe auch schon wieder was gekauft, kommt alles im nächsten Haul. Und da gab es auch noch einige Teile, die jetzt in diesem Haul ich euch zeigen werde und bei dem einen Jumpsuit wusste ich nicht mehr, was er gekostet hat und habe gesehen, online gibt es den auch noch. Also verlinke ich euch, wenn ich es dann kann. Wir fangen jetzt erstmal mit ein paar richtig schönen Oberteilen an. Und zwar ist das hier auch so ein richtig schöner Stoff. Auch alles wieder sehr stretchy, schulterfrei. Ja, endet wirklich genau bei der Taille sozusagen. Und hat hier so schöne Puffelärmel. Ne? Und die Farbe ist halt so schön. Es ist so ein Mintgrau irgendwie. Keine Ahnung, ich mag es richtig gerne. Und das Ding hat gekostet 15,99 Euro und ist in der Größe S. Und da freue ich mich auch schon, wenn der Herbst kommt. Dafür ist es nämlich wunderbar geeignet. Und jetzt kommen wir zu diesen Oberteilen. Die habe ich in zwei Farben in diesem Haul gekauft. Und wo ich letztens bei Bershka war, habe ich es auch nochmal in Rot gekauft. Es sitzt einfach wirklich perfekt. Das habe ich allerdings in Größe M gekauft. Die haben jeweils 12,99 Euro gekostet. Genau, dann habe ich das einmal in diesem schwarz-weiß gestreiften. Hat halt hier wieder so Druckknöpfe, die man auch wirklich aufmachen kann. Also sie sind nicht nur zur Zierde. Ich finde die Länge halt wirklich genau richtig und ist halt auch nicht dieser ganz lange Arm. Mag ich mega gerne und wie gesagt, dasselbe Ding dann auch nochmal in weiß. Ich habe die, glaube ich, nämlich auch gar nicht anprobiert. Das Ding ist immer so bei Bershka, das habe ich beim letzten Mal, wo ich da shoppen war, auch schon wieder so gemacht. Es ist eine Schlange vor den Umkleidekabinen, das ist ja schlimmer als bei Primark. Da hat man ja keinen Bock, sich da anzustellen und dann darfst du auch nur 6 Teile mit reinnehmen. Was sind denn 6 Teile? Das ist ja nichts. Und dann müsstest du dich ja jedes Mal wieder neu anstellen, wenn du nochmal was anderes anprobieren willst. Und ich habe es beim letzten Mal wirklich gar nichts anprobiert, da habe ich auf gut Glück alles gekauft, hat zum Glück auch alles gepasst, wie gesagt im nächsten Haul. Und hier habe ich wirklich nur die Hälfte anprobiert und die andere Hälfte habe ich dann einfach so mitgenommen, gedacht, wird schon passen und es hat zum Glück auch immer so hingehauen. Genau, das sind diese Oberteile. Und dann habe ich hier noch so eine wunderschöne Bluse, so eine Shirtbluse, auch wieder mit so einer Raffung. Also das ist momentan auch wieder so voll mein Ding. Ich mag es halt gerne, Figur betont. Ne, wenn so der schmale Punkt einer Frau betont wird, außer das jetzt hier, das wäre aus dem letzten Haul. Den verlinke ich euch auch gerne hier oben nochmal, wenn ihr den sehen wollt. Ja, sieht es ja immer gut aus. Und dann hast du halt hier diese schönen weiten Ärmel, die hier auch nochmal so ein bisschen enger sind. Auch wieder alles schön stretchy. Das Ding hat gekostet 15,99 ist ebenfalls die Größe S, wunderbaren Body. Wo ich mir dann aber im Nachhinein dachte, den hätte ich mir besser eine Größe M kaufen sollen, denn von der Leibhöhe muss ich echt immer aufpassen, dass wenn ich mich ein bisschen strecke und bewege, dass mir nicht die Boobs oben rausgucken dann irgendwann. Ansonsten ist der wirklich sehr, sehr schön mit diesen Ziertaschen hier vorne an der Brust und dem Reißverschluss. Mag ich den wirklich gerne, den gab es auch nochmal in so einer Khaki-Farbe und ich ärgere mich richtig, dass ich den nicht auch noch in der Farbe gekauft habe. Der ist auf jeden Fall Größe S und hat auch 15,99 gekostet. Das Schöne ist ja mal, Bershka kostet nicht die Welt. Ne? Deswegen habe ich da auch echt, das war das erste Mal, dass ich bei Bershka war und ich habe gleich ordentlich zugeschlagen und dachte mir so, warum war ich da nicht vorher schon? Auf jeden Fall besser als Primark. So, und jetzt kommen wir zu dem Jumpsuit. Ich habe mich sofort in diesen Jumpsuit verliebt. Das war auch einer, den hatte ich anprobiert vor Ort. Er ist halt weiß
gewesen mit marineblauen Streifen. Also weiß ist er immer noch, aber die Streifen sind nicht mehr marineblau. Denn der war in der Waschmaschine mit drin gewesen, wo ich die Klamotten rosa verfärbt habe. Und dann habe ich das natürlich alles mit so einem Entfärber eingeweicht über Nacht. Und dann habe ich am nächsten Tag die Sachen rausgeholt. Das ganze Wasser war gelb. Diese marienblauen Streifen waren braun und alles andere, was weiß war, war gelb verfärbt. Also das sah wirklich aus, als hätte meine Katze da 10 Millionen Mal drauf gepinkelt. So viel pissen kann die gar nicht. Ja, auf jeden Fall dachte ich, der Jumpsuit ist hin. Ich habe dann alles in die Waschmaschine geschmissen und dann ist das Gelb rausgegangen und auf einmal ist da eine richtig schöne Farbe rausgekommen. Und zwar so ein grau-khaki-Ton. Und dann war zwar immer noch so leicht gelb mit drin, hat mir eine Freundin einen Tipp gegeben, wasch mal noch ein bisschen mit Natron, was ich auch gemacht habe. Und jetzt ist wirklich das Weiß auch wieder wirklich weiß geworden. Und ja, wie gesagt, das, was mal marineblau war, ist jetzt so grau-khaki, aber ich finde die Farbe auch echt schön und somit habe ich ein Unikat, was kein anderer hat. Also wenn ihr es nachmachen wollt, müsst das bleichen, wenn ihr genau die Farbe haben wollt. Ansonsten ist es wirklich ein wunderschöner Jumpsuit, wo man auch reinschlüpfen kann. Er ist auch schön stretchy, hat verstellbare Träger. Hier vorne dieses kleine V ist auch mit so einem Bügel verstärkt, damit es auch wirklich ne, nicht irgendwie runterhängt, die Ecke oder so. Ist schön tailliert und hat halt wirklich auch wieder so ein schönes, weites Bein und ist nicht ganz lang und auch nicht kurz, also wieder diese gute Mittellänge. Ich mag ihn wirklich mega gerne und das Ding hat gekostet 17,99 Euro, ist auch Größe S und den gibt es auch aktuell noch im Shop zu kaufen und ich habe ihn auch im Online-Shop gesehen, den verlinke ich euch auf jeden Fall. Den gibt es auch noch in anderen Farben, nur nicht in dieser, die muss man selber sich zurechtbasteln. Und ich glaube, das war es jetzt von Bershka gewesen, jetzt geht es weiter mit Kick. Ich kaufe auch regelmäßig bei Kick ein und ich schäme mich auch nicht, das zu sagen, weil ich finde es immer so affig, wenn die Leute alle zu Primark rennen und da total stolz erzählen, wie viel Geld sie gespart haben. Aber bei Kick schämen sie sich denn, wo ich mir sage, sind die Sachen teilweise sogar hochwertiger. Von daher sollte man mal drüber nachdenken. Und es gibt wirklich schöne Sachen. Zum einen dieses Jeanskleid, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal angehabt. Auch schon ein paar Mal auf ein oder auf zwei Dates schon angehabt. Ach, diese Daterei ist nervt. Da kann ich euch auch leider aktuell gar nicht mehr sagen, wie viel das gekostet hat, habe ich das Preisschild schon raus. Aber es ist halt wirklich ein super schönes Kleid, was man schön sportlich mit Sneakern anziehen kann. Ich mag es wirklich gerne. Vielleicht bekommt ihr das auch noch bei euch in euren Kick eures Vertrauens in der Nähe. Müsst ihr mal die Augen offen halten. Ich weiß gar nicht, ob die einen Online-Shop haben. Wenn ja, gucke ich auch mal nach. Wenn dem so sein sollte, verlinke ich euch immer alles unten. Wo ich mich richtig verliebt habe, ist diese Hose. Ich liebe ja diese weiten, fließenden Hosen, die dann auch noch schön hochtailliert sind. Die Farbe liebe ich sowieso mit dem Marineblau. Deswegen hoffe ich, dass ich mir das dicht einsaue und das Marineblau bleibt. Und die Länge ist der Hammer. Ich meine, wie gesagt, ich habe ja wirklich Probleme, Sachen zu finden, die auf den Boden gehen. Aber die Hose ist wirklich super schön lang. Und hier oben einfach mit einem Stretchbund zum Reinschlüpfen. Und es hat so einen chiffonartigen Stoff mit diesem Blumenprint. Richtig schön. Das Ding hat gekostet 9,99 Euro, ist Größe 36, genau. Da habe ich mich direkt drin verliebt. Und ansonsten habe ich noch eine wunderschöne Shorts gefunden, die habe ich auch einfach mitgenommen, aber die sitzt so gut. Also und wirklich auch so schön bequem, es ist wirklich eine schöne Alltagsshorts. Ne? Ich muss mich ja nicht schick machen, wenn ich in den Supermarkt gehe, aber man muss auch nicht aussehen wie Frau Holle. Ne? So, was hat das Ding hier gekostet? 4,99 Euro auch nur, Größe 36. Also vom Preis her kann man sich da nicht beklagen, das ist wunderbarer Stoff. Super bequem, richtig schön stretchy und finde ich, macht auch optisch ganz gut was her und kann man schön kombinieren. Und dann noch einen Rock, den liebe ich ja auch total. Das sind ja alles so meine Farben, ne? Rosa, Grau, Weiß. Richtig, richtig schön. Mag den super gerne, der ist auch total bequem mit diesem Baumwollstoff hier auch. Oben wieder schön stretchy. Der hat 5,99 Euro gekostet in der Größe 36 und hier in der Tragezähne zeige ich den euch auch mit ein paar Schuhen. Die sind allerdings nicht von Kick, das ist von der Firma Rika. Das sind ja Schuhe, die kosten im Normalfall ein bisschen mehr. Ich habe die im Sale gekauft, ich glaube bei Schuh4U. Ich habe sie auch online leider nicht gefunden, aber zu Rika-Schuhen, und deswegen zeige ich sie euch auch bloß, kann ich wirklich allen Leuten nur empfehlen, wenn ihr wirklich bequeme Schuhe haben wollt, wirklich bequeme Schuhe, dann kauft Rika-Schuhe. Da gibt es leider nicht immer so schöne Schuhe. Ich finde sie hier wirklich wunderschön. Das muss ich euch mal zeigen. Das sind halt eben Sandalen und das sind wirklich, da ist das Fußbett so weich und bequem, alles voller Haare hier. So weich und bequem, dass man wirklich da den ganzen Tag drauf laufen möchte. Und auch hier, das ist alles ganz weich, da rubbelt sich nichts wund. Ich habe die nämlich in der Tat gekauft, wo ich ganz lange mit meinen Turnschuhen unterwegs war und irgendwann mir so die Füße wehgetan, dachte mir, ach, gehst du mal kurz da rein, guckst mal, was die für Schuhe haben. Und dann waren die im Sale, ich glaube, ich habe 25 Euro für die bezahlt oder so.
Und dann haben die halt hier noch diese schönen Details und dann in Grau. Ist ja eh so mein Ding. Ich liebe sie auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, die haben natürlich auch viele so eine Ökoschuhe. Aber ey, momentan stehen sie alle auch auf Birkenstock, dann kann man auch Rika-Schuhe anziehen. Ich glaube, die sind sogar bequemer. Ne? Das ist so Wellness für den Fuß, sagt man. Kann ich euch wirklich nur empfehlen und ich liebe die Dinger. Wirklich so schön, die könnt ihr ständig anziehen. Bequemsten Schuhe überhaupt. Wenn man dann welche findet, die einem gefallen. Gibt halt eben auch viele hässliche. So, und jetzt sind wir mit dem ganzen Schnulli durch. Und jetzt geht's weiter mit Amazon, wo ich das meiste geshoppt habe. Und da waren auch ein paar Fehlkäufe mit dabei, aber dazu kommen wir gleich. Dann starten wir mal mit einer Firma auf Amazon. Da kann man eigentlich nichts falsch machen. Ich habe da schon viele Teile von der Firma Patty Boutique. Erstmal für alle Frauen, die lange Arme haben, endlich mal Pullis, die nicht nur bis hier gehen. Die gehen wirklich bis richtig schön zum Handgelenk runter. Habe schon, wie gesagt, viele Pullis von der Firma, die sitzen immer gut, die sind super toll verarbeitet und vom Preis her sind die auch immer völlig in Ordnung. Der hat jetzt zum Beispiel kostet 23,39 Euro, ist in der Größe 36, 38, den gibt es aktuell auch noch und den gibt es auch noch in den Farben Grau, Türkis und Beige. Also falls ihr euch jetzt so mit diesem Altrosa nicht so anfreunden könnt, aber ihr den Schnitt einfach schön findet mit den Rüschen, dass es hier auch noch so ein bisschen runter geht, der ist auch ein bisschen was länger. Dann solltet ihr auf jeden Fall danach schauen. Ich glaube sogar, außer ein Teil ist jetzt bei Amazon wirklich auch noch alles mit dabei, Leute. Weil ich jetzt endlich mal aufgeholt habe. Ja! Und das ist jetzt nicht mehr so lange her, dass ich geshoppt habe. Also der ist wirklich richtig schick. Da freue ich mich dann schon drauf, wenn es kälter wird. Der Sommer ist ja irgendwie momentan eh so ein Hin und Her. Da freut man sich ja schon fast auf den Herbst, dass es mal ein bisschen beständiger ist und sich nicht immer Gedanken machen muss, was man anzieht. Und dann machen wir mit einem wunderschönen Paperback-Rock weiter. In schwarz. Wie gesagt, dieses Paperback ist ja momentan so mein Ding, ne? Ja, der ist von der Firma Vero Moda. In der Größe 36, hat gekostet 27,24 und wie gesagt, den gibt es auch noch. Der hat hier sogar hinten so angedeutete Taschen. Und ich glaube, der hat sogar, genau, der hat hier auch Taschen, was ich ja immer praktisch finde. Und den kann man wirklich, glaube ich, echt gut sportlich, aber auch schick kombinieren, ne? Ich habe das ja, wie gesagt, mit High Heels angezogen, mit so einem Oberteil, wo jetzt keiner meckern sollte. Ich würde normalerweise einen anderen BH anziehen, aber ich hatte echt keinen Bock mehr, Sommer einen anderen BH anzuziehen, deswegen. Wo man jetzt die Träger nicht sieht, aber ich fand die Kombination auch richtig schön. Mit dem grauen Oberteil, diesem schwarzen Details. Also das kann man richtig schön kombinieren, das Teil. Und deswegen habe ich den einfach mal mitgenommen. Und jetzt kommen wir zu einem Oberteil von Double Agent. Genau, und das war damals ein Plus-Produkt, wo ich das bestellt habe. Und das ist das einzige Teil, was es nicht mehr gibt. Plus-Produkte sind ja immer so ganz billige Sachen, die kosten irgendwie nur ein paar Euro. Die kann man dann aber nur bestellen, wenn man mehrere Sachen bestellt und dann auf einen gewissen Betrag bekommt. Und dann kann man aber wirklich diese ganzen billigen Sachen kaufen, was ich immer eine super Sache finde. Da ich hier eben meistens mehr als nur einen Teil bestelle, ist das bei mir alles gar kein Problem. Das war hier in der Größe, keine Ahnung, also irgendwie, vielleicht war das auch eine Einheitsgröße, ich habe es schon online nicht gefunden, hier steht auch nichts drin. Ist aber wirklich ein schönes, einfaches T-Shirt in so einem Creme-Weiß-Ton. Ich habe dafür wirklich nur 6,68 Euro bezahlt, also ist nicht dolle. Aber wie gesagt, gerade so Basic-T-Shirts sind mal ganz schön, besonders wenn der Schnitt halt, ich finde den Ausschnitt halt hier halt sehr schön. Ich kann halt keine Rundhals-T-Shirts anziehen. Die nerven mich bloß und daher habe ich das einfach mal mitgenommen und habe das jetzt hier kombiniert mit so einer weißen Culotte. So eine weiß-blauen Culotte mit so Streifen und so Blütendetails. Allerdings muss ich sagen, farblich sind die jetzt nicht gleich. Ich habe es jetzt einfach nur zusammen angezogen, weil ich mir dachte, in der Kamera fällt das nicht groß auf. Aber das ist cremeweiß, das ist schon richtig weiß. Und das Ding ist von der Firma Feind. Habe ich in der Größe 36 gekauft, hat gekostet 15,93 Euro und gibt es auch noch. Ich finde es halt auch schön, dass man jetzt hier keine Knöpfe hat. Da ist ein Reißverschluss an der Seite. Das heißt, man kann es auch ein bisschen höher auf Taille tragen. Mit diesem Gürtel hier und ich finde halt den Stoff auch wirklich schön. Den muss man allerdings auch wieder mit einem Dampfglätter ein bisschen bearbeiten. Der knittert auch recht schnell. Aber kann man auch wieder sehr geil schick oder halt eben sportlich machen. Je nachdem, was man für Schuhe dazu anzieht und wie man das mit einem Oberteil kombiniert. Das mag ich halt immer ganz gerne, wenn so Sachen flexibel sind, ne? Und jetzt kommen wir zu den Fehlkäufen. Da sind nämlich zwei diesmal mit dabei. Das sind ja meistens immer diese Asia-Teile. Da habe ich ganz oft Glück, aber ich habe halt auch ganz oft nicht so Glück, weil man weiß ja auch immer nicht so richtig, in welcher Größe bestelle ich das denn jetzt nun in meiner Größe. Oder ist denn wieder so ein Ding, was mindestens eine Nummer kleiner ausfällt und bestellst es dann in der M oder vielleicht sogar in der L. An sich sind die Sachen nämlich wirklich schön, aber so richtig sitzen tun die bei mir nicht. Was ja wieder nicht heißt, dass sie nicht bei jemand anders sitzen könnten. Wir fangen mal mit diesem Ding hier an. Das ist ein Jumpsuit und an sich ist der wirklich süß. Der ist hier vorne
So, mal hier umschlagen das Ding, so. Ist der hier vorne gemacht. Hat hier dann nochmal so Träger, die kann man auch verstellen. Hat hier Knöpfe, aber da ist auch nochmal Reißverschluss irgendwo an der Seite, genau. Dass man da ein bisschen einfacher reinschlüpfen kann. Und hinten ist dann praktisch wie so eine Lage und das knotet man dann vorne hier in der Taille. Aber das sieht er ja, wenn ich das trage. Und das ist auch wieder mehr so eine Culottlänge. Es ist ein schöner Baumwollstoff, es ist kein hässlicher Polyesterstoff. Also an sich ist es wirklich ein schönes Teil. Das Ding hat gekostet 15,99 Euro und habe ich in der Größe M bestellt. Sitzt allerdings hier auf der Taille bei mir wieder nicht so toll. Also richtig begeistert bin ich davon nicht. Deswegen ist nämlich auch noch das Preisschild dran. Ne? Denn ich werde mir das mal überlegen und wenn ich mich wirklich gegen das Ding entscheiden würde, würde es bei mir auf Kleiderkreise landen. Das habe ich ja schon im letzten Haul erzählt. Ich bin jetzt auf Kleiderkreise. Und das läuft auch echt ganz gut bisher, weil ich habe so viel auf Instagram gehört, so ja, das läuft nicht, brauchst du gar nicht erst mit anfangen. Also ich glaube, ich habe jetzt schon 5 Sachen verkauft und ein Teil getauscht. Heute kam auch mein Tauschartikel an und das ist so ein schöner Pulli von Zara. Ich bin ganz glücklich. Dafür hat sie eine Lederjacke von mir bekommen, die auch noch richtig top war von Only, die ich halt nicht mehr trage, weil ich habe mir eine neue bestellt. Die habt ihr im letzten Haul gesehen. Und mega gut, läuft richtig unkompliziert und toll. Also ich bin bisher echt begeistert und das Einstellen der Artikel ist auch echt einfach. Also wenn ihr mir da folgen wollt, ich heiße da genauso wie auf Instagram und zwar EatMeHungrySally, alles zusammengeschrieben. Ich schreibe es euch hier nochmal hin. Da könnt ihr mir gerne folgen und da landen dann auch solche Sachen, die wirklich Preisschild noch dran haben, nagelneu, zu guten Preisen. Ne? Oder man tauscht vielleicht irgendwas, falls ihr auch euch da anmelden wollt und Sachen zum Tausch anbieten wollt. Ist das eine super Sache. Also ich bin bisher richtig begeistert und ich bin noch nicht mal einen Monat dabei. So, und jetzt zu dem anderen Ding, was auch ein, das ist definitiv eine Sache, die landet auf jeden Fall bei Kleiderkreise, weil den hätte ich auf jeden Fall eine Nummer kleiner bestellen müssen. Den hätte ich in meiner Größe bestellen sollen. Ich habe den auch in der M bestellt. Deswegen ist er auch noch in der Originaltüte. Auch noch mit Preisschild. Es ist ein Jumpsuit auch mal wieder. Warum? Was auch sonst. Der ist auch dieser Größe 38M. Hat gekostet 19,99 Euro. Ist auch wieder ein schöner Stoff, also da kann man echt nichts sagen. Vom Stoff her habe ich da wirklich diesmal ein gutes Händchen gehabt. Hat halt hier so Rüschen, die an der Seite runtergehen, Rüschen unten am Bein dran, Rüschen an der Brust, Rüschen an den Trägern. Also so ein richtig schöner Rüschen-Jumpsuit. Hinten sind die Träger auch so über Kreuz. Wie gesagt, Preisschild hängt ja auch noch dran. Und hier ist aber auch nochmal ein Reißverschluss. Also an sich schön, aber wie gesagt, der fällt schon eher, würde ich schon mal wie eine M aus. Hätte ich also wirklich eine S bestellt, dann hätte er vielleicht auch gut ausgesehen, ich weiß es nicht. Aber so sitzt er halt eben nicht. Sieht man mir, glaube ich, auch ein bisschen an auf der Trageziehung, dass ich da nicht so begeistert von bin. Aber na gut, ich wollte es euch mal vorführen und seit wer scharf auf das Ding ist, mir einfach bei Kleiderkreisen folgen. Und ich werde es natürlich ein bisschen billiger einschalten als zu dem Preis, den ich gekauft habe, ist klar. Dafür kommen wir jetzt zu einem wunderschönen Jumpsuit, den mag ich sehr gerne. Ist auch mal was ganz anderes von der Farbe her. Ich liebe zurzeit auch Khaki. Ich habe viel zu wenig in Khaki. Ich muss mir mehr in Khaki kaufen. Ich habe mir was in Khaki gekauft. Und dann noch mit Beige dazu. Ich habe nämlich auch schöne beige Schuhe, wie ihr ja sehen könnt. Das passt dann ganz gut. Da ist er. Der ist nämlich von der Firma New Look. Von der habe ich ja extrem viel. Größe 36, kostet 29,99, ist ebenfalls noch verfügbar. Den kannst du nämlich auch oben einfach reinschlüpfen, das finde ich auch ganz praktisch immer. Der fällt halt wirklich ganz locker und leicht, ist schön auf Taille, hier auch wieder mit so einem Gürtel gebunden und hat so eine tolle Culottlänge. Das Einzige, was ich bei dem sagen muss, das ist mir nämlich echt in der Tragezehen aufgefallen, ich hatte nämlich so im Alltag ja noch nicht an. Ich habe mir immer vorgenommen, ich darf die Sache ja nicht anziehen, bis ich es hier abgedreht habe. Na, und diesmal habe ich mich dran gehalten, das Ding ist sowas von elektrisch aufgeladen, wenn du es anziehst, dass dir eigentlich der Stoff die ganze Zeit an den Beinen klebt, wo ich mir denke, ja, eigentlich sollte der ja schön fallen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich mir die Beine nicht rasiert habe. Oder woran? Keine Ahnung, ich werde das mal für die Zukunft beobachten, aber er sah ja trotzdem gut aus. Also ich bin trotzdem sehr froh, dass ich mir den gekauft habe. Ist wirklich ein schönes Teil. Und das gehört so zu den Sachen. Ich habe mir ja vorgenommen, mir mehr Sachen zu kaufen, die ich auch noch in 5 bis 10 Jahren gut anziehen kann, weil ich werde ja nicht jünger, ne? Wenn ich mir da ständig bauchfreie Sachen anziehe und irgendwelche Mini-Teile kaufe, wo ich mir denke, ja, okay, du bist jetzt 37, lange kannst du das nicht mehr machen. Dein Körper kann das nicht mehr lange machen. Kauf dir mal eher sowas hier, was schick aussieht, trotzdem figurbetont ist und was du auch noch mit 45 anziehen kannst. Das auf jeden Fall, solange ich nicht fett werde. Aber daran arbeite ich ja immer eifrig. Und jetzt kommen wir zu Bikinis. Da sind die notgeilen Typen, die bis zum Schluss dran geblieben sind. Ihr dürft euch freuen, mich gibt es jetzt gleich im Bikini. Ich kriege ja immer wieder, kannst du mal ein Bikini-Haul drehen? Genau, ja, es gibt diesmal Bikinis. Und zwar fangen wir mit einem Bikini an von Topshop.
Und da kann ich euch auch gleich sagen, denselben Bikini wird es eine Nummer kleiner auch bei Kleiderkreise geben, denn ich habe mir den erst in der 36 bestellt. Hätte untenrum jetzt auch gepasst, aber hier oben für die Boobs, ne? Ging nicht. Also das wäre dann perfekt für jemanden, der so 70 A, B hat, ne? Na, mehr B. Man braucht schon ein bisschen Busen für das Ding. Also wenn man so eine 70 B hat, dann würde der perfekt sitzen. Ich habe aber nur eine 70 C. Und deswegen habe ich mir den dann nochmal in einer 38 bestellt. Und so sieht der aus. Der hat halt eben so wunderschöne Häkeloptik. Das hat hier so ein schönes, ne? Sitzt wirklich gut. Und wird dann halt eben hier geschnürt. Also wenn man ein paar Zentimeter mehr oder weniger im Umfang hat, macht das in dem Fall nichts. Da geht es halt wirklich nur darum, die Brustgröße, dass man das halt eben doch ausfüllt. Und dass der Cup dann auch breit genug ist. Weil der erste, der war hier wirklich zu schmal. Und der hätte dann schon hier geändert, wo meine Brust noch nicht vorbei ist. Von daher habe ich den halt gesagt nochmal eine 38 bestellt, aber bei Kleiderkreise landet er eine 36. Ne? Das ist das Höschen dazu. Und wie gesagt, er ist von Topshop, ist ein schöner Bikini. Den gibt es auch noch, packe ich euch den Link unten rein. Jetzt kommen wir zu einem anderen schönen Bikini, den hatte ich auch schon an dieses Jahr. Da konnte ich dann mal nicht warten. Und zwar ist der von der Firma Iris & Lily. Die gibt es ja eh ganz besonders viel auf Amazon. Ich weiß gar nicht, ob die exklusiv bei Amazon sind. Und zwar hat der gekostet 24,99. Der ist in der Größe 36 und den gibt es auch noch mit einem, glaube ich, in Schwarz mit so einem Kirschdesign, falls ihr nicht auf Zitronen steht. Aber ich fand das ja gerade mit Blau und den Zitronen schön und den Rüschen. Ich mag ja sowieso Slips gerne, die man schnüren kann. Warum das ist, werdet ihr beim nächsten Bikini sehen. Und das Oberteil macht einen super Busen, finde ich, dadurch, dass hier so eine Schalen eingearbeitet sind, aber jetzt kein Push-Up, sondern nur so vorgeformte Cups, die man auch zum Glück rausnehmen kann. Manchmal ist mir das echt zu viel, aber das ist hier genau richtig. Auch wieder schön zum Binden. Ich mag den richtig gerne. Und jetzt kommen wir zu einem Bikini, der echt ein bisschen mehr Geld gekostet hat. Da musste man auch das Oberteil und das Unterteil getrennt kaufen. Ich hätte mir das Unterteil ruhig noch mal größer kaufen können, aber ich habe ja auch immer die Ambition, 2-3 Kilo sollten ja schon noch runter. Ich habe ja eigentlich nicht gerade meinen, ich habe ja gerade meinen Winterkörper und wir haben Sommer, das ist ungeil. Scheiße, vielleicht kriegt das ja irgendwann mal auf die Reihe, dass das richtig rum ist. So, denn das Höschen ist leider nicht zum Schnüren. Das ist das, was ich meine. Und deswegen ist es ein bisschen eng, aber es ging noch so, dass ich dachte, oh, ich habe jetzt keinen Bock, das wieder zurückzuschicken und nochmal neu zu bestellen. Habe ich es in dem Fall gelassen, denn wie gesagt, der ist auch ein bisschen teurer. Der ist von der Firma Mink Pink. Und da hat gekostet der Slip 32,86. Also nur der Schlüpper, ne? 32,86, den gibt es aber auch noch. Und ich fand den aber so schön vom Muster her, ne? Mit diesen Blüten und den Ranken und dann halt wirklich diese Blau-Grautöne mit diesem Altrosa-Weiß. Einfach nur schön. Und der ist halt auch richtig toll verarbeitet. Also da sieht man dann schon auch die Qualität von dem Bikini. Von daher ist das schon hier recht fertig mit dem Preis, ne? Man tut schon ein bisschen weh, wenn man sonst immer nur so Billo-Kram kauft. Und jetzt kommen wir zu diesem wunderschönen Oberteil dazu. Das ist halt mehr so ein Bandeau-Top. Also hinten dann auch mal so ein breiter Trick. Das zieht man einfach über den Kopf. Und hier vorne hast du halt eben diese schöne Öffnung an der Brust und dann halt diese richtig schönen Troddeln hier mit dran. Hier oben ist auch über so, wie so rumgehäkelt. Das ist schon alles schön gemacht. Die Träger kann man auch abnehmen. Also man kann den auch trägerlos tragen. Und der hat hier auch so Silikonbänder mit eingearbeitet, dass er einem dann halt auch nicht von der Brust rutscht. Also es ist schon wirklich ein sehr hochwertiger Bikini und deswegen hat das Oberteil auch nochmal 35,42 Euro gekostet. Also wie gesagt, billig ist er nicht, aber einfach schön. Und manchmal muss man sich auch mal was schön mit dir, ne? Manchmal muss man sich was gönnen. Ich gönne mir, glaube ich, was das angeht, eine ganze Menge immer. Ja, und ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr euch auch was gönnen wollt, ihr wisst ja, wo ihr die Links findet. Ich hoffe natürlich, dass ihr meinen Kanal abonniert, vielleicht auch das Glöckchen anmacht, damit ihr keins meiner Videos mehr verpasst, denn ich lade ja immer noch sehr unregelmäßig hoch. Vielleicht ändert sich das ja mal. Dafür müsst ihr mich aber ein bisschen motivieren, ne? Ja, und ansonsten geht es ja jetzt bald richtig schön im Fluss weiter, dass ihr eigentlich nur noch einmal im Monat ein Fashion Haul von mir bekommt. So wie es ja eigentlich auch geplant war ursprünglich mal. Und ich habe ja noch jede Menge andere Videos für euch in Reserve. Ich hoffe, ihr habt auch auf diese Videos Bock. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!